Also starten wir mit dem Thema Content Negotiation. Zunächst einmal nochmal kurz zur Wiederholung, was ist das? Es ist so in der ressourcenorientierten Architektur, das ist jetzt eine Folie aus dem HTTP-Foliensatz, hat eine Ressource, sozusagen eine mehrere Darstellungen, die möglich sind. Sie können die Ressource als, also theoretisch können Sie jeden in den MIME-Times spezifizierten Datentyp verwenden. Also XML, JSON, Text, CSV, was Sie wollen. Und Sie können sich sozusagen im HTTP-Header erstens wünschen, welchen Datentyp Sie gerne hätten, also JSON, XML oder sonst was mit Accept. Und Sie können dem Server mit Hilfe des Header-Parameters Content-Type mitteilen, lieber Server, ich habe für dich JSON, XML oder sonst was. Und wenn Sie das machen, können Sie sozusagen verschiedenste Requests damit machen. Ich kann zum Beispiel einen GET-Request auf Customers machen. Wenn ich ihm sage, ich hätte das gerne als XML, dann kriegen Sie XML-Format zurück. Und wenn Sie dem Ding sagen, ich hätte gerne Text oder HTML, kriegen Sie vielleicht HTML zurück, vorausgesetzt, das ist natürlich so implementiert. Und genau das möchte ich Ihnen gleich mal kurz zeigen. Und also das Coole an dem Ganzen ist, dass sozusagen die URI getrennt ist von der eigentlichen Repräsentation. Also dass Sie sozusagen dieselbe Ressource in verschiedensten Repräsentationen kriegen können, wenn es denn implementiert ist. Und welche Repräsentationen möglich sind, finden Sie hier bei der IANA. So, und das machen wir, das coden wir jetzt. Ich führe Ihnen einen kleinen Test vor mit Hilfe von Postman, weil ich da am flexibelsten an die Header-Parameter rankomme und zeige Ihnen, wie Sie das in Spring Boot umsetzen. Ich bin jetzt hier nochmal in meiner Applikation. Das heißt, ich werde jetzt sozusagen Testfälle schreiben für diesen Request-Typ. Ich kann GET machen auf Projects und eine ID machen und dann kriege ich einen Datensatz zum Projekt zurück. Wenn Sie sich an die Videos von letzter Woche erinnern, da habe ich an die Projekte noch ein paar Members dran gebastelt. Auch dazu mache ich noch ein kurzes Video, weil ich da sozusagen durch rekursive Datenstrukturen mir einige Löcher in verschiedene Knie geschossen habe. Das möchte ich Ihnen kurz zeigen. So, das könnte so ein Request-Mapping sein. Das heißt, ich sage hier, ich reagiere auf diesen Request-Projects mit der ID. Und das ist jetzt neu. Ich habe jetzt hier gesagt, den eingeschränkt und sage, du darfst jetzt nur noch JSON produzieren. Das heißt, ich kriege dieses Medium jetzt nur noch im JSON-Format raus. Wenn ich meinen Server mal starte und jetzt auf Postman wechsle, kann ich jetzt hier einen GET-Request machen auf das Projekt 1. Ich habe so ein paar Dummy-Daten in die Datenbank eingepflegt und ich bin jetzt hier im Bereich Header von dem Request-Typ, mache einen GET-Request und kann jetzt hier mit Accept sagen, ich hätte das gerne im JSON-Format. Wenn ich das schicke an den Server, jetzt müsste er gestartet sein, prüfen wir es nicht mehr nach, dann kriege ich hier tatsächlich im Response-Body mein Projekt zurück. Das wollte ich aber gar nicht zeigen, sondern jetzt geht es ja im Grunde um dieses Accept. Wenn ich jetzt hier bei dem Accept was anderes eingebe, ich sage jetzt hier mal, ich hätte jetzt gerne statt dem Accept, er bietet mir hier schon die ganzen MIME-Types in Postman an, die es so gibt. Ich hätte jetzt gerne mal statt JSON XML und schicke den Request da mal los. Das heißt, da müsste sich hier und hier der Body verändern. Wenn der Server das anbietet, da sagt er aber hier völlig korrekt 400, 600 acceptable. Das heißt, es steht auch drunter, the request resource is only capable of generating content not acceptable according to the accept header sent in the request. Also der kann nur JSON, aber was anderes kann der nicht. Das heißt, ich müsste ihn jetzt sozusagen explizit einschalten, dass der auch XML oder andere Dinge unterstützt. Das mache ich jetzt mal. Das heißt, ich stoppe mal meinen Server und sage dem jetzt, naja, lieber Server, du sollst jetzt nicht nur JSON können, sondern auch XML. Das heißt, diese Mediatypes sind wieder Diana, MIME-Types, die es hier so gibt. Mediatype, Punkt. Und dann sage ich hier auch noch XML. Das muss es ja hier irgendwo geben. XML Value. Und er sagt hier schon, das ist hier gleich dem Header-Parameter XML und so weiter. Damit das funktioniert, müssen Sie Spring Boot allerdings noch einen Konverter mitgeben, der XML kann. Das heißt, damit das funktioniert, brauchen Sie in der Build.Properties, Build.Gradle-Datei noch ein Import auf XML JSON Data Format. Und der brauchte halt das Datenformat XML. Also,
Wahrscheinlich kann dir auch noch eine ganze Reihe andere Datenformate, je nachdem, was sie unterstützen wollen, bietet er Ihnen sozusagen Transformatoren in verschiedene Formate an. Ich gebe Ihnen aber nur eine Demo in XML. Wenn Sie andere Formate ausprobieren wollen, müssten Sie mal bei dem Maven-Repository recherchieren, was der Jackson noch alles anbietet. Okay, also wie gesagt, das ist die Voraussetzung, damit das geht. Und ich habe jetzt hier nochmal zur Wiederholung beim Projektcontroller dem einfachen zweiten Media-Type verpasst bei Produces. So, starten wir das mal. So, und was ich jetzt nämlich ändern kann, ich kann jetzt hier beim Postman mir das Ding wieder in JSON geben lassen. JSON. Dann habe ich das Projekt im JSON-Format. Aber da ich das jetzt eingeschaltet habe, also ich habe es gesagt, du darfst auch XML produzieren, XML, und ich habe dir auch die entsprechende Bibliothek mitgeteilt, müsste jetzt auch Folgendes funktionieren. Das heißt, Sie sehen, es hat ja hier dieselben Daten im XML-Format ausgespuckt. Ne? Projekt, ID, also XML erkennen Sie immer an diesen öffnenden oder schließenden Tags. So, was man noch machen kann, man kann natürlich jetzt verschiedenste andere Formate noch unterstützen. Das wollte ich noch kurz zeigen. Ich habe jetzt hier darunter meine Testmethode gebastelt, getMapping. Habe behauptet, der erzeugt HTML und gebe da, habe ein Projekt gefunden mit der ID raus, weil ich jetzt keine Lust hatte, da noch ein großes HTML-Dokument herzustellen. Könnte man aber tun. Und das heißt, jetzt habe ich hier sozusagen denselben Request-Typ, GET, dieselbe URL, nur einen anderen Media-Type. Das heißt, ich habe jetzt hier sozusagen zwei Methoden, die eigentlich dieselbe UI bedienen. Und auch das kann ich sozusagen über den Media-Type dann jetzt steuern. Ich zeige das auch nochmal im Postman. Das heißt, wenn ich jetzt hier beim Postman sage, nicht Application XML, sondern ich sage jetzt hier Text HTML bei Accept und sende das sub. Dann kommt tatsächlich, habe ein Projekt gefunden zurück. Ne? Das ist also, er glaubt, das wäre HTML-Source. Okay, also das heißt, das funktioniert. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal mit dem Post-Request aus. Das heißt, ich hole mir nochmal Application JSON, ein String als Projekt. Memberliste schicken wir dem nicht mit und machen jetzt einen Post-Request auf Projects und schicken dem jetzt JSON-String. Das muss er eigentlich verkraften. Das heißt, wir schreiben hier bei Content Type, du kriegst ein JSON zurück. Ich gebe dem im Body, gebe ich dem jetzt ein neues Projekt mit. Das nennen wir mal noch so ein VV-Projekt. So, sende das mal, Post-Request auf Projects, noch so ein VV-Projekt. Müsste eigentlich durchgehen, weil ich auch da wieder Kontext gesagt habe, dass er dann JSON kriegt. 201 ist durchgegangen, Header, und das neue Projekt hat die Nummer 6. So, das heißt, jetzt hole ich mir mit dem GET-Request das neue Projekt 6. Ich hole mir jetzt einfach eine Vorlage, dann, weil ich das XML, da bin ich jetzt unsicher, wie man das tippt, und sage dem jetzt hier, jetzt hole ich mir das neue Projekt 6, aber ich sage jetzt hier, bitte gib mir das im XML-Format. Schauen wir dann hier wieder den Body an. Das heißt, Sie sehen jetzt hier, ich habe hier ein Projekt im XML-Format gekriegt. Und zwar das neue Projekt, noch so ein VV-Projekt. So, und jetzt will ich einen Post-Request machen und mit dem Post-Request dem ein anderes Datenformat schicken. Ne? Also das heißt, jetzt mache ich wieder einen Post-Request und packe hier in den Body XML rein. Ich habe das jetzt extra kopiert. Das ID kann man eigentlich sparen, und sage dem jetzt hier und wieder ein VV-Projekt. Das heißt, wenn ich ihm das jetzt schicke, das wird schie komplett schief gehen, weil der sozusagen das Datenformat nicht verstehen wird, eventuell. Vielleicht versteht er es auch, weil das automatisch frisst. Gucken wir mal, wie er reagiert. Er sagt jetzt hier 400 Bad Request, teilt uns leider nicht mit, was genau schiefgegangen ist. Das heißt, jetzt schauen wir mal. Also eigentlich, wir haben ihm JSON versprochen über Content Type und haben ihm XML geschickt. Das wird er nicht mögen. Wenn wir hier das JSON austauschen gegen XML, Content Type XML, und jetzt das nochmal senden, könnte sein, dass er das verkraftet. Er sagt, okay, hat er created. Das heißt, offensichtlich war unsere
Methode serverseitig so schlau, dass er sozusagen das VV-Projekt tatsächlich angelegt hat mit XML und das neue VV-Projekt hat dann tatsächlich die ID7. Also unser Server hat aus irgendwelchen Gründen schon freiwillig XML gefressen. Schauen wir uns den Source Code dazu mal an. Das heißt, jetzt gucken wir mal auf den Post-Request. Und beim Post-Request haben wir gesagt, naja, da wir nichts angegeben haben, frisst er offenbar alles, was ich sozusagen mit diesen Jackson-Bibliotheken unterstützt habe. Ich kann den aber auch sozusagen dazu kriegen, dass er das nicht mehr frisst. Dann sage ich hier nämlich einfach Consumes und gebe ihm jetzt hier die Datentypen mit, die er verkraften darf. Und wenn ich jetzt hier sage Mediatype.json, Application.json-Value. Also wenn ich ihm jetzt sage, du darfst jetzt nur noch JSON verkraften und ich starte den Server nochmal neu, wird er uns hier wieder eine Fehlermeldung schicken. Ein drittes VV-Projekt. Und jetzt behaupten wir natürlich in dem Body wieder, dass also im Header sagen wir jetzt, Achtung, da kommt jetzt XML, das fresse ich und ich verkrafte es. Und im Body schicken wir dem jetzt auch tatsächlich ein XML mit. Wenn wir das schicken, dürften wir eigentlich wieder eine 415 kriegen. Das heißt, das ist ein Medientyp, den er nicht unterstützt. Nämlich XML hat er diesmal nicht. Gerade eben hat das ja noch gefressen, weil wir es nicht eingeschränkt haben. Wenn ich ihm das jetzt wieder erlaube und sage, du darfst jetzt auch XML fressen. Mediatype.application XML-Value, wenn er das mitverkraften darf. Das heißt wieder im Body XML, im Header kündigen wir an, dass XML kommt und jetzt senden wir das. Und jetzt müsste es eigentlich mit der 201 durchgehen, weil jetzt habe ich dem Server erlaubt, dass er HTML verkraften darf. Es ist irgendwas schiefgegangen? Nee. Versuchen wir es nochmal. Send. Es ist durchgegangen mit 201 created und er hat das neue Projekt Nummer 6 angelegt. Gucken wir nochmal nach, ob er es wirklich angelegt hat. Projects, Get Request. Und hier haben wir ein drittes VV-Projekt dann zu sehen. So, zusammenfassend haben wir gesagt, also jetzt hab ich Ihnen in dem Video gezeigt, wie Content Negotiation geht. Das heißt, Sie nehmen die beiden HTTP-Request-Header, Accept und Content-Type. Das ist sozusagen der Teil, den Sie clientseitig machen, zum Beispiel im Postman oder wenn Sie das Client-API anprogrammieren. Serverseitig haben Sie sozusagen zwei Annotationen. Auch in verschiedenen anderen Java-APIs für REST haben Sie das, indem Sie nämlich hier mit Consumes sagen, welche Medientypen er grundsätzlich verkraften soll. Also das heißt, welche Sie ihm schicken können im HTTP-Request. Und Sie setzen mit Produces, sagen Sie, welche Medientypen er grundsätzlich erzeugen kann. Und so können Sie sozusagen sogar mehrere Methoden anbieten, die dieselbe URI bedienen mit entsprechend anderen Medientypes. Das war's zum Thema Content Negotiation. Das nächste Video dreht sich um die Versionierung von APIs. Vielen Dank bis hierher.